habe dann auch gleich mein Bett neu bezogen. Direkt danach gab es bei mir dann ein Frühstück im Bett. Ich wollte dann auch mal was Kreatives ausprobieren und da gab es ja diesen einen Trend in Anführungszeichen. Also man hat es öfters mal auf Pinterest gesehen oder Instagram oder so und das wollte ich mal nachmachen. Ich habe mich dann auch für Herbstfarben entschieden und wollte auch was ganz Einfaches und Schlichtes machen. Ich habe mich dann gegen den Pinsel entschieden, sondern habe einfach die Rückseite von einem Stift genommen und den sozusagen als Stempel verwendet, denn das ging einfach viel, viel einfacher. Ich denke, man kann es jetzt schon ganz gut erkennen, was es sein soll. Nein, es sind keine Orangen, sondern kleine Kürbisse, aber wie gesagt, ganz schlicht und einfach. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, ganz, ganz meditativ und entspannt. Ich habe mir dann natürlich noch gleich die andere Kerze zur Hand genommen und das gleiche Motiv auf die Kerze drauf gemacht. Natürlich konnte man dadurch, dass die einfach ein bisschen breiter war, das ein bisschen besser umsetzen, sodass man das auch noch halbwegs als Kürbis erkennen kann. Wie man schon sieht, ein kleiner Haushaltstag, das eine oder andere wurde erledigt. Ich bin dann auch nochmal los, um mich mit einer Freundin zu treffen. Ich war dann noch im Park und habe ein, zwei Kastanien mitgenommen für meine Fensterbrettdeko, denn ihr wisst ja, jedes Mal im Video kommt da irgendwie was dazu. Wie ihr seht, bin ich hier gerade ein bisschen am Sammeln für mehr Deko. Und ich wollte es natürlich alles ein bisschen ästhetisch zeigen und euch mitnehmen.
Dann seht ihr einmal, was ich mir zum Abendbrot gemacht habe. Und zwar so eine Gemüsepfanne mit etwas Curry, Mojo, also ganz, ganz verschiedenen Gewürzen. Dazu gab es dann natürlich auch Reis, den hatte ich vorher schon in einem Topf gekocht, so dass er fast fertig ist und ich den dann da reinmachen kann und er dann richtig fertig wird. Das war's zwar schon mit meinem Tag, aber ich wollte euch noch das ein oder andere Foto zeigen, was da entstanden ist.